Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jurassic World. Beim letzten Mal haben wir endlich den Eingangsbereich für unseren Park gebaut, nämlich dieses Jurassic World Tor. Und ich würde sagen, der erste Akt für diese Folge wird sein, dass wir da mal gemeinsam durchgehen. Zum allerersten Mal. Oh, es ist echt cool, was für Details man mit Mods bei Minecraft bauen kann. Ich freue mich schon auf die weiteren Baufolgen. Ich bin richtig heiß da drauf. Macht nämlich so viel Spaß. Das Tor ist echt beeindruckend groß. Von hinten ist es nicht ganz so schön, aber das finde ich auch nicht so wichtig. Also ich habe ja gesagt, man muss auch irgendwo dann die Details sein lassen. Ne? Ansonsten sitzt man ewig an so einem Tor. Also ich denke, das Ergebnis ist wirklich zufriedenstellend. Und heute ist natürlich der Plan, dass wir das erste Gehege bauen. Ich weiß noch gar nicht, wo ich das bauen möchte. Ich glaube, hier auf der rechten Seite ist ganz cool. Und dann hier links könnte man auch noch was bauen. Aber mal schauen. Also ich denk mal, ich werde hier auf dieser Seite bauen. Aber ich kann euch erstmal die Mods zeigen, die wir neu installiert haben. Die habe ich euch nämlich beim letzten Mal gar nicht gezeigt. Da haben wir als erstes Chisels und Bits. Damit habe ich das Tor hier gebaut. Ich habe allerdings noch eine coolere Mod rausgesucht, mit der man noch bessere Möglichkeiten hat. Das ist diese hier. Little Tiles. Die ist mega nice, die Mod. Da kann man sogar bewegte Sachen bauen, wie zum Beispiel Tore, Türen, Stühle, dass man sich da wirklich draufsetzen kann und Betten, dass man da drin schlafen kann. Das ist richtig, richtig cool. Da werden wir heute auch einiges ausprobieren. Vielleicht können wir irgendwann auch nochmal diese Holztüren beweglich machen, dass das Tor dann wirklich zugeht und aufgeht. Oh, das würde ich mega feiern. Ich glaube, das werde ich irgendwann noch versuchen. Ich weiß nicht, ob ich es in dieser Folge machen werde, aber das können wir, wenn wir die Mod besser kennen, definitiv in Angriff nehmen. Der Plan für heute wird aber sein, jetzt erstmal das erste Gehege zu bauen. Und ich glaube, ich begradige hier erstmal so ein bisschen, würde ich sagen. Oh mein Gott, Leute. Das ist ja so süß. Ein Brachio-Baby. Oh, ist der toll. So völlig aus dem Nichts. Wir müssen natürlich später auch noch die wilden Dinosaurier einfangen bzw. hier wegschaffen. Weil das geht natürlich im Park nicht, dass hier einfach wilde Dinosaurier rumrennen. Zumindest nicht solche. Sondern, ja, eigentlich gar keine. Auch keine Kombis oder so. Auch wenn das in Jurassic Park der Fall war. So, begradigt habe ich das Ganze jetzt erstmal. Jetzt müssen wir uns ein bisschen in die Mods... Ey. Hau ab. Hier wird richtig Stress. Jetzt müssen wir uns ein bisschen in die... Der kommt die ganze Zeit zu mir. Bist du famegeil? Willst du auch mal im Video sein? So, ich wollte sagen, wir müssen uns jetzt ein bisschen in die Mods rein fuchsen. Ich habe das schon ein bisschen ausprobiert. Ich möchte übrigens jetzt erstmal einen Zaunabschnitt bauen mit dieser neuen Mod. Wie heißt die nochmal? Little Tiles. Dafür gibt es so ein Meißel-Tool. Da kann man dann auch Material auswählen und wie tief das Ganze sein soll, ob es innen hohl ist und sowas. Ich lasse es jetzt erstmal innen hohl. Das macht ja eigentlich nichts. Spart dann auch bestimmt Ressourcen, wenn man da nicht alles ausfüllt. Hoffe es. Wenn nicht, ist ja egal. Man sieht es halt eh nicht. Ich mache das so ein Viertelblock ungefähr. So ist, glaube ich, schon ganz cool. Jetzt platziere ich immer eben noch einen Block hin. Und jetzt können wir das auch höher ziehen. Mach mal so. Ja, ich glaube, das ist mir schon fast zu viel. Rückgängig machen kann man übrigens mit STGZ. Was ja ganz normal ist bei Windows. Finde ich ziemlich cool bei der Mod. Super angenehm, damit zu arbeiten. Und dann machen wir mal so. Sieht auch schon nicht schlecht aus. Und dann kann man nämlich mit, was habe ich schon da unten, mit dem Handschuh hier, Little Glove heißt der, da kann man Sachen platzieren. Also hier kann man dann zum Beispiel einzelne Blöcke platzieren. Seht ihr, das ist so ein 1x1 Block. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel auch 4x4 einstellen. Dann ist der 4x4 breit und 16 Pixel hoch. Mega nice Farbe und Material kann ich auch einstellen. Ich glaube, das ist schon fast gut. Ich glaube, ich behalte mal Stein. Und dann kann man zum Beispiel das Ganze einfärben in den Farben, wie man es gerne hätte. Ich mache das jetzt dunkelgrau. Das heißt, wenn ich hier alle drei Balken, die obersten Balken, die gleiche Zahl bringe, ist es dann ein bisschen dunkler. Hier sieht man auch eine Vorschau. Das hier ist übrigens die Transparenz, falls ihr euch fragt. Da kann man dann auch Glasscheiben selber erstellen aus dem Material, was man gerne hätte. Aber das sieht schon ziemlich nice aus, muss ich sagen. Der Zaun auf dem Bild geht ja oben so ein bisschen spitzer zu. Das können wir jetzt auch mal versuchen umzusetzen.
Dafür mache ich jetzt erstmal. Müssen wir mal eben schauen. 4 breit. Und ungefähr so hoch mache ich mal 9. So als Grundform. Sieht doch schon nicht schlecht aus. Jetzt kann ich mal eben versuchen, das spitz zulaufen zu lassen. Ich glaube, das geht auch hiermit. Da kann man nämlich zum Beispiel Slice. Ich glaube, Slice war das. Und jetzt können wir hier einmal das Ganze verbinden. Und dann seht ihr, dann läuft das leicht schräg zu. Okay, drehen kann man das Ganze mit den Pfeiltasten. Also relativ simpel. Und dann haben wir hier so 2 Schrägen. Das heißt, ich hätte mir hier die ganze Arbeit quasi sparen können. Hätte ich gewusst, dass es diese Mod gibt. Weil damit hätte man das richtig, richtig leicht erzeugen können. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Wie leicht man damit so eine große Schräge erzeugen kann. Das ist einfach unglaublich. Guckt euch das mal an. Aber wie cool ist das denn bitte? Mit 2 Klicks kannst du so eine Schräge erzeugen. Also diese Mod ist wirklich, wirklich cool. So, jetzt bauen wir aber weiter hier vorne. Jetzt kommt nämlich als nächstes hier unten so eine kleine Leiste. Dafür können wir auch wieder das Tool nehmen. Ändern das wieder ab auf Box. Soweit. Und dann müssen wir einmal die Farbe übernehmen, mit Mausrad reinklicken. Und dann können wir einfach hier unten schon das Ding lang zeichnen. Am besten wäre es tatsächlich, wenn wir da auch eine ungefähre Blockabmessung hätten. Ich glaube, ich mache das mal eben bis hier vorne ungefähr. So. Hier so. Moment. Ich hab's gleich. Bin manchmal noch ein bisschen überfordert, weil ich halt auch noch keine Übung mit diesen Tools habe. Aber das sieht doch schon ganz gut aus. Und dann müsste man eigentlich hier so eine kleine Zwischensäule machen. Auch in dieser Farbe, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Das könnte man ja eigentlich hiermit wieder machen. Gehen wir hier rein. Wir machen die mal. Na, ich glaube, ich mache mal 2 breit. 2 breit ist, glaube ich, ganz gut. Dann mache ich doch 4. Ne, ich glaube, 2 ist gut. Das funktioniert dann schon. Machen das auf Maximum. Und den auf 1. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Kann ich das jetzt auch drehen? Oh, tatsächlich. Jetzt können wir hier auch einmal das Ganze platzieren. Und dann haben wir hier schon so ein kleines Zwischenstück. Genau, mit dieser Wall kann man dann nämlich auch einfach hier rüberziehen. Dann macht er es automatisch auf die Länge. Und schon hat man hier so ein Zwischenstück. So, der erste Zaunabschnitt steht soweit und sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Das Material hier unten gefällt mir schon sehr gut. Allerdings gefällt mir das Material noch nicht so gut. Also da sieht irgendwie der Stein nicht so passend aus. Das kann man aber auch ohne Probleme mit dem Little Glove ändern. Da kann man nämlich hier oben den Replace-Modus einschalten und dann kann man hier das Material nochmal ändern. Und. Ihr seht übrigens auch ein paar Bauteile, die ich beim Tor und sowas verwendet hatte. Sind hier schon automatisch abgespeichert. Probier es jetzt mal mit so weißem Beton, ein bisschen dunkler gefärbt. Schauen, wie das aussieht. Gar nicht so schlecht. Vielleicht ein bisschen sehr glatt, sieht dadurch halt nicht so metallisch aus. Aber die anderen Texturen sehen irgendwie auch nicht viel besser aus. Deswegen denke ich mal, bleibe ich bei der Farbe. Können wir ja im Nachhinein sonst immer noch ändern. Auch gar kein Problem. Ist aber echt cool, wie schnell man das anpassen kann. Ich glaube, die Zwischenstreben, die sind zwar auf dem Bild komplett gleich, aber die werde ich leicht abändern. Ich denke mal so ganz bisschen dunkler. Können ja auch unseren eigenen Touch damit einbringen. Das muss ja nicht alles komplett nachgebaut sein. Ich glaube mal, das wird interessanter wirken, wenn es ein bisschen mehr verschiedene Farben mit drin hat. Sieht an sich schon mal nicht schlecht aus. Aus wie ein cooler kleiner Zaun für kleine Pflanzenfresser. Ich muss jetzt aber mal so ein Gemälde mir schnappen eben. Gemälde. Dann will ich mal eben testen, ob das da wirklich dran auch platzierbar ist. Wir haben nämlich hier das hier. Oh, das ist sehr groß. Muss ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen kleiner einfügen, weil für den Zaun ist es schon sehr übertrieben. Das ist dann eher für einen Fleischfresserzaun geeignet in der Größe. Schild an sich sieht aber schon ganz cool aus, muss ich sagen. Klebt das da denn jetzt dran an dem Zaun? Nee, das hat halt nämlich auch Abstand, weil das immer hier außen halt befestigt wird. So, dann schauen wir mal, wie es aussieht. Das hier ist jetzt das Kleine. Das sieht doch schon sehr gut aus von der Größe. Nur der Abstand hier gefällt mir noch nicht. Mal gucken, ob wir da gleich eine Lösung für finden. Aber das sieht schon cool aus. Und ich habe sogar noch dieses Schild mit eingefügt.
Das steht auch ein bisschen sehr weit ab und ist noch nicht ganz perfekt positioniert, aber das kann ich gleich auch noch ändern. Aber das wird dann optisch schon ziemlich nice werden, glaube ich. Müssen wir noch oben irgendwie so eine Lampe oben drauf machen? Ich glaube, so richtig rund bekommt man das nicht hin. Denk mal, ich werde jetzt versuchen, das Ganze hier mal einzufärben ein wenig in Rot. Dann durchsichtig. Dann könnte das nämlich wie Glas aussehen. Und dann könnten wir da oben einfach was Viereckiges bauen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht dann oben? Warte mal, das könnten wir das sogar probieren. Wenn wir dann da wieder diese Slices, waren es, glaube ich, machen. Ist leider wegen meinem Schatten ganz schlecht. Ich muss mal auf eine andere Seite gehen. Ist bei diesen Pixelarbeiten manchmal echt schwierig. So. Und mal drehen und so. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Die Farbe vielleicht noch ein bisschen dunkler. Das können wir ja hiermit dann machen, denke ich. Rot. Dann schön durchsichtig und ein bisschen dunkler. Sieht doch schon ganz cool aus. Ich glaube, der Durchsichtigkeitsgrad ist noch ein bisschen zu krass. Das können wir nochmal ändern. Oh, das hat doch was. Geht doch als Lampe durch da oben. Und jetzt haben wir eigentlich schon so unseren Standard-Grundsound fertig. Den müssten wir jetzt einmal speichern. Das geht auch relativ einfach. Nämlich einmal mit so einem Blueprint und eine... Oh, die Werkbank haben wir schon. Da ziehe ich mal schnell. Guck mal hier hin. Und jetzt kann man einfach unten links die Ecke nehmen. Diese hier. Mit Linksklick als erste Position selecten. Und dann hier oben auf der gegenüberliegenden Seite mit Rechtsklick die zweite Position. Und dann kann ich das Ganze einfach speichern. Kann es auch sogar vergrößern und sowas. Sehe hier auch eine Vorschau. Oh, jetzt habe ich die Lampe gar nicht mit reingemacht, sehe ich gerade. Ja, dann muss man die Lampe halt selber drauf setzen. Macht nichts. Macht wahrscheinlich irgendwas falsch, aber auf jeden Fall kann man dann... Ah, die Lampe ist dabei. Die wird nur nicht angezeigt. Oh, nevermind. Ich mache doch nichts falsch. Ja, und dann kann man die Zäune halt so setzen und dann verlängern. Die müsste man dann auch drehen können und alles, die Sachen. Genau, die kann man dann auch drehen. Das ist ja echt interessant. Mega, mega cool. Und ich glaube, wenn wir das jetzt ein bisschen anders platzieren... Ich glaube, so ist perfekt, wenn man das so platziert. Das Ganze, dann sollte das mit den Paintings relativ cool sein. Oh ja, dann sind die auf jeden Fall näher dran. Das ist nice. Das ist doch schön. So habe ich mir das vorgestellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Ding hin platziere und dann mir das Tool hier schnappe, dieses, und dort dann Wall auswähle, und das dann schräg mache, wie das aussieht. Das wird mich mal mega interessieren. Weil dann könnten wir, wenn das gut aussieht, wirklich machen, was wir wollen, so mit Zaunplatzierung. Das wäre halt schon cool. So, jetzt schauen wir mal. Das sieht halt echt nicht schlecht aus. Man kann halt echt schrägen machen, ne? Finde ich wirklich cool. Und dann könnte man sogar in diesem Material das Ganze machen. Vielleicht das ein bisschen größer machen. Müsste dann mal ausprobieren. Ist halt jetzt nur vorläufig alles. Und dann auch hier unten das Ganze machen. Da müsste man dann nur... Ja, ist jetzt egal. Ich mache es jetzt erstmal so. Aber, oh mein Gott, das ist halt cool. Es ist einfach nur nice. Man kann halt wirklich Schrägen damit machen. Wenn ich jetzt hier die Streben durchziehe, dann ab und zu noch so einen Balken dazwischen drin mache. Das ist schon heftig. Also es funktioniert halt. Ich habe eben eine kurze Zwischeninfo aus dem Schnitt für euch. Ich hatte eigentlich wieder mit der Replay-Mod so ein paar Speedbuild-Passagen aufgenommen, die ich immer mal zwischendrin für euch einblenden wollte. Allerdings ist es leider so, dass ich diese Replay-Mod mit der Little Tiles-Mod nicht so richtig verträgt und sobald ich das Replay lade, um da irgendwelche Speedbuild-Kamerafahrten oder so aufzunehmen, stürzt leider mein Minecraft ab. Ich habe bis jetzt leider noch keine Lösung dafür gefunden, deshalb fallen in dieser Folge leider diese Speedbuild-Passagen aus. Also wundert euch nicht, wenn ihr gleich irgendwie Sachen seht, die ich euch nicht im Video gezeigt habe, wie ich sie gebaut habe, denn die waren halt eigentlich im Speedbuild geplant, aber es ist jetzt auch nichts Dramatisches oder so. Also
Ich schneide das Video trotzdem für euch zusammen und das fertige Ergebnis am Ende seht ihr dann sowieso. Als nächstes habe ich jetzt hier schon mal so ein Tor gebaut. Das werde ich jetzt versuchen noch zu animieren. Das müsste nämlich auch funktionieren, dass es dann wirklich ein funktionierendes Tor ist. Es ist 4 Blöcke breit. Da sollte dann eigentlich auch problemlos fast jeder Dino durchpassen, denke ich. Und wir müssten jetzt eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, genau, hier sehen wir das Tor. Und jetzt können wir hier auswählen, dass das eine Tür ist, und zwar eine Sliding Door. Wir müssen jetzt nur die richtigen Settings finden. Ist jetzt die gute Frage. Wir saven es einfach mal und testen es. Dann seht ihr schon mal, wie das funktioniert. Das geht jetzt zwar nach oben, aber das ist ziemlich cool. Also es geht echt simpel, dass man hier sowas machen kann. Kann ich das jetzt nochmal überarbeiten? Ja, tatsächlich kann ich. Können wir die nochmal wegmachen. So, und jetzt überarbeite ich das nochmal. Machen die mal nach West. Das ist sogar die richtige Richtung. Ey, wie schön einfach das geht, ne? Das ist insane. Aber ich liebe diese Mod. Die ist so gut. Oh mein Gott. Ich wollte hier gerade was googeln und rausfinden. Und jetzt habe ich gesehen, dass der Brachio einfach hier alles zerstört hat. Das ist jetzt ja wohl ein schlechter Scherz. Oh mein Gott. Da machen die das einfach kaputt. Das ist ja richtig uncool. Und das kann ich jetzt auch nicht rückgängig machen. Das heißt, das muss ich alles gleich schön reparieren. So, ich glaube, ich habe die richtige Option gefunden. Nämlich Dino Block Breaking. Okay, die können alles, was schwächer ist als Iron, kaputt machen. Das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen uns jetzt ja hier nicht zwingen, alles aus Eisen zu bauen. Das ist ja mega doof. Oh, ich glaube, hier kann man sogar noch einiges einstellen. Sogar gefiederte Tiere und sowas kann man hier einstellen. Das ist ja interessant. Okay, dann habt ihr das auch mal gesehen. Ist natürlich jetzt bitter, dass wir das so erfahren haben, aber immerhin haben wir das jetzt deaktiviert. Dann können die wenigstens hier nichts mehr kaputt machen. Jetzt können wir mit dem Tor weitermachen. Blöder Brachio. Sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Hier ist das Tor ein bisschen zu groß. Aber es funktioniert. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist jetzt ja 2,5 Blöcke breit. Also vielleicht muss ich die Tür nächstes Mal noch ein bisschen länger machen. Aber ich denke, für unser erstes Gehege sollte es reichen, weil sowas mega riesiges soll hier gar nicht reinkommen in das Gehege. Ich finde das so cool, dass man sowas machen kann. Und dass es einfach funktioniert. Jetzt ist es perfekt von der Höhe. Schließt jetzt hier genau ab. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann müssen wir jetzt nur die andere Seite nochmal eben schnell fertig bauen. So Leute, endlich bin ich mal wieder im Überlebensmodus. Lange ist es her. Ich habe jetzt ewig lang gebaut und viel herausgefunden. Aber ich bin echt zufrieden, was man mit dieser Mod alles so machen kann. Einfach ein funktionierendes Tor kann man bauen. Finde ich richtig nice. Da kann man dann hoffentlich auch etwas größere Dinosaurier dann durchbringen. Ausbüchsen sollten die auch nicht mehr können. Und dann haben wir auch schon hier den Grundstein fürs erste Gehege gesetzt. Der Plan war eigentlich für die erste Folge das erste Gehege fertig zu bauen und auch schon zu gestalten. Aber es hat sich jetzt alles irgendwie herausgestellt, dass es viel, viel länger dauert, das Bauen. Weil ich halt die Mod noch so weit nicht kenne. Aber ich glaube, das Ergebnis ist trotzdem schon sehr beeindruckend. Ist halt mal was ganz anderes, mit so vielen Details in Minecraft bauen zu können. Aber ich wollte jetzt mal wieder so ein bisschen weiterspielen. Ich wollte jetzt nämlich mal zurück nach Hause kehren und mal den ein oder anderen Dino noch rüberbringen. Dass wir da auch mal wieder ein bisschen was erleben. In der nächsten Folge werde ich dann auch die nächsten Dinosaurier endlich mal freilassen. Wird ja unbedingt mal wieder Zeit. Aber jetzt statte ich mich erstmal aus und begebe mich mal zu meinem alten Zuhause und guck mal, wie es da meinen Tierchen geht. Weil die sind ja schon sehr lange allein. Ja, ich glaube, hier ist alles soweit in Ordnung und dann können wir uns auf die lange Reise begeben. Oh, endlich. Das war so ein weiter Weg. Aber es war schön, mal wieder einfach rumzulaufen. So kriegen wir eigentlich immer Schaden. Oh, das sind so viele. Ich glaube, wir müssen bald die Entscheidung... Was hat der? Warum greift er uns an? Holy shit. Ich wollte gerade sagen, wir müssen, glaube ich... Ja, ja, ich gehe. Ich weiß, ich bin in deinem Territorium.
Aua! Hör doch auf! Alter, ich kann ihn auch nicht schlagen gerade. Alter! Hau ab! Ich sehe auch nicht, wie viel Leben der hat, weil die eine Mod irgendwie nicht funktioniert. Es sind zwei! Ich muss schnell ins Haus. Ich laufe jetzt nicht nochmal diesen Weg. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh, ist jetzt der Respawn-Punkt? Ach, den habe ich gar nicht geändert gehabt. Oh, Alter. Wo sind die so aggro? Ich wollte halt gerade sagen, dass wir, glaube ich, bald überlegen müssen. Okay, jetzt funktioniert's. Dass wir bald überlegen müssen, mal unseren die Dinos zu disablen. Nicht, dass es da Ärger gibt. Ich muss mir schnell ein neues Schild machen. Irgendwas greifen die da an. Irgendwas bekommt Schaden, oder? Nee. Was waren das für Geräusche, ey? Ich stehe gerade richtig unter Strom. Nur gebaut die letzte Zeit. Oh, der hat mega viel Hunger. Warum bist du da festgebackt? Ah, Panik. Mein Tierchen geht's gar nicht gut irgendwie. War zu lange nicht hier gefühlt. Schnell hier die Leine mal eben holen. So, Kollege. Brauchen wir eben die Leine. Muss mal eben... Kriegst auch schon Schaden. Oh mein Gott. Was ist los mit euch? Kriegst du mal. Mit einem Knochen kann ich dich befehligen. Den habe ich bestimmt noch. Du musst mal kurz aushalten, mein Junge. Bin gleich bei dir, mein Kleiner. So. Hier. Ach, du bist ja auch Fleischfresser. Oh nein, ich bin so doof. Komm, friss. Friss! Friss doch! Wo ist die Leine jetzt hin? Hä? Irgendwas ist gerade explodiert. Es geht alles drunter und drüber. Die Ceratops kommt auch irgendwie gefährlich nah. Warum frisst du nicht? Junge, 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 ey. Und noch Unwetter. Oh. So liebe ich mein Chaos bei meinem Zuhause. Das ist doch schön. Aber wir haben noch Fleisch. Naja, jede Menge. Pack ihm das da mal rein. Oh, was willst du denn hier? Hau ab. Bloß nicht hier explodieren. Ganz schlechter Ort. Okay, Gott sei Dank. So, ich wollte nämlich jetzt loswandern. Denk mal, ich werde das mit Reiten machen. Das ist wahrscheinlich der easiest way. Es wird jetzt auch ein langer Weg. Aber wir haben jetzt ja ein Dino. Dann geht's hoffentlich schneller. Lasst mich alle in Ruhe, Triceratops, bitte. Ihr könnt ja schon mal Vorschläge reinschreiben, welcher Dino so in unser erstes Gehege passen könnte. Da möchte ich eigentlich immer einen friedlichen Pflanzenfresser, der nicht zu krass ist, also jetzt kein Brachiosaurus oder sowas. Aber vielleicht habt ihr ja gute Ideen. Vielleicht ein Dryo, vielleicht Paras. Was ist das denn? Ach, das ist auch ein Triceratops, glaube ich, ne? Vielleicht auch Gullies. Ich weiß nicht. Triceratopse vielleicht sogar. Könnt ihr mal reinschreiben, was euch gefallen würde. Und mit dem Dino geht das wirklich wesentlich schneller, voranzukommen. Finde ich gar nicht schlecht. Oh mein Gott, mein Game ist gerade gecrashed und jetzt ist irgendwie der Cerato weg. Habe ich genau hier verloren. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, dass immer irgendwas passieren muss. Ich hoffe echt, dass der noch wieder zurückkehrt. Oder wieder auftaucht, wieder Allo. Weil das wäre jetzt echt belastend. Ich habe den jetzt extra versucht rüberzuholen. Und jetzt kurz vorm Ziel, wenn ihr mal oben rechts guckt, so weit ist es nicht mehr. Ja gut, Hälfte des Weges ungefähr. Also der rote Punkt ist unser Zuhause, der gelbe Punkt ist unser Park. Ah, das ist doch schon wieder alles ärgerlich. Aber ich gehe jetzt nicht nochmal zurück und hole dafür den Forus. Das ist mir dann doch echt zu anstrengend. Wir gehen jetzt einfach weiter und hoffen einfach mal, dass wir den nochmal wiederfinden. Ich kann auch irgendwie gerade gar nicht in die Map rein, weil die wohl von irgendeinem anderen Mod blockiert wird. Ich glaube von der Replay-Mod. Ich muss mir das mal eben merken, wo das ist. Ach, hier in dem Schneegebiet. Das kann ich mir eigentlich merken.
werde ich wahrscheinlich nochmal zurückkehren und nochmal gucken, ob ich den finde. Ansonsten ist es halt so. Tut mir sehr leid für denjenigen, der das war. Ich glaube, das war Niklas. Ich weiß nicht, warum das immer passiert. Aber so ist das nun mal, ne? Wenn man ein gemoddetes Spiel spielt, dann muss man halt auch mit Crashes rechnen und dann auch mit solchen Sachen. Ist halt bitter. Ja, das ärgert mich. Aber ich bin guter Dinge. Der Alu ist auch wieder aufgetaucht. Also vielleicht taucht der Cerato dann auch wieder auf. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Was ist das ein weiter Weg, ey. Ich bin froh, wenn ich den nicht mehr laufen muss. Ey, so langsam übernehmen die Dinosaurier wirklich die Überhand. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir bald die Spawns disablen. Ich meine, wir haben jetzt ja unseren Park angefangen. Dann brauchen wir die eigentlich nicht mehr. Ist zwar irgendwie ärgerlich, aber ja, nicht, dass dann nachher unser Speicherstand gar nicht mehr funktioniert. Würde ich mich tot ärgern. Mal guckt euch das mal an, wie viele Brachios hier stehen. So, endlich. Wir sind zu Hause in unserer Jurassic World. Es war übrigens gut, dass ich das ausgestellt habe mit den Dinos, weil hier haben die auch schon alles kaputt gemacht. Und das ist ja irgendwie belastend, wenn ich da alles selber gestalte, damit es schön aussieht. Und dann kommen die Dinos und machen alles kaputt. Das war auf jeden Fall wichtig. Sonst würde ich mich halt jede Folge mega rumärgern und wäre nur noch mit Reparieren beschäftigt. Aber egal. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder hier sind, auch wenn wir jetzt den Cerato leider nicht rübergebracht haben. Aber ich werde nächste Folge dann nochmal gucken, ob ich den wiederfinde. Das wäre cool. Ansonsten ist es halt so. Der war ja auch schon alt, ne? Dann kann man ihn ja auch mal freilassen und Freiheit gönnen. Ja, das ist schön, dass das funktioniert. Da bin ich echt begeistert von. So, ich begebe mich jetzt aber nach oben zu unserer Ranger-Hütte. Und dann werde ich die Folge beenden. Ich sag schon mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich kann gar nicht einschätzen, wie lang so eine Folge ist, aber für mich werden die Folgen gefühlt vom Aufnehmen-Faktor her immer länger. In den ganzen neuen Mods und Details. Aber für euch schneide ich natürlich dann viel raus und mache auch einiges im Speedbuild. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Folge für euch eventuell wieder ein bisschen kürzer geworden ist. Aber das denke ich ja nicht schlimm. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.